So, herzlich willkommen am Einsamen Wanderer. Ich habe ein bisschen was mitgebracht heute. Zum einen wollte ich erzählen, dass ich demnächst mein neues Video rausbringe. Corona Chronicle 6. Das wird sicherlich heute Nacht kommen oder morgen früh so in dem Dreh. Jetzt habe ich aber mal ganz kurz was anderes. Heute wird es mal so ein kleines Sitzvideo mit Dingen um mich herum. Also es ist so, dass ich heute über was berichten möchte, was ich im Netz gesehen habe auf Telegram. Ich werde es auch verlinken. Alter, ich musste eben mal kurz stoppen, da kam ein Radfahrer. Jetzt mal ernsthaft. Der Radfahrer hatte eben Stoff im ganzen Gesicht. Der sah aus wie der Elefantenmensch. Der hatte zwei Löcher oben als Auge und hatte komplett so wie einen Sack über dem Kopf. Die Leute drehen alle durch, das ist unfassbar. Gut, egal. Ich möchte zu einer Geschichte kommen heute. Ich habe sogar ein paar Notizen gemacht. Nämlich zu jemandem von der Bäckerei Göing. Und ich weiß nicht genau, wer es ist in dem Video. Das geht auf Telegram rum. Ich habe es auch auf meinem Kanal drauf. Es muss irgendein Chef sein, denke ich mal. So, und der Chef sagt in Kürze, ja, passt mal auf, liebe Mitarbeiter, ab Mittwoch ist Maskenpflicht und geht bitte alle bei uns zur Grippeimpfung, versucht es nicht bei eurem Arzt, weil der hat vielleicht gar nichts mehr und macht das so, wie ich sage. So, das ist die Kurzfassung. Guckt euch das Ding mal an. Ich gehe jetzt auf ein paar Sachen speziell ein. Also erstmal die Art, wie er auftritt. Ich behaupte, ich kenne solche Leute. Der kommt so ganz nett, so locker, so smooth, ne? Ah, ich bin der Buddy hier und so. Kommt gerade wieder in Zug. Das nächste mache ich mal im Wald. Wahrscheinlich, da haben wir mehr Ruhe. Also kommt so der Buddy rüber, so ganz nett und so. Aber dann sagt halt ein paar Dinge, wo ich sage, ja, ich kenne so Typen wie dich. Habe ich schon oft getroffen im Berufsleben. Du bist der Nette, ne? So der Buddy. Aber nur solange du bekommst, was du willst. Und wenn du irgendwas willst, was die anderen dir nicht geben wollen, wo die eine andere Meinung haben, da wirst du zum eiskalten Diktator. Und da machst du einen richtig Druck. Und dann sorgst du dafür, dass die Leute entweder die Firma verlassen oder genau spuren, was du willst. Also ich schätze ihn mal so ein. Ne? Also, okay, ist jetzt meine persönliche Meinung. Vielleicht tue ich ihm Unrecht, aber so wie er sich gibt, würde mich das nicht wundern. Gut, erstmal sagt er, ja, Maskenpflicht, es ist Eigenschutz, es ist für alle jetzt Pflicht. Muss so sein und der Kontext ist ja auch so schlimm, weil die Todeszahlen in Europa, die steigen ja so furchtbar. Ich habe gedacht, nee. Also erstmal sind wir hier in Deutschland. Das interessiert mich erstmal nicht, was in Italien passiert, wenn ich hier beim Bäcker verkaufe. Und in Deutschland steigen die Todeszahlen nicht. Wir haben nichts. Ja? Wir haben Neuinfektionen, angeblich. Das sind allerdings positiv getestet. Das ist ja, wie wir wissen, ein Unterschied. Aber nichtsdestotrotz, es gibt keine Todesfälle. Bei uns ist gar nichts. Da passiert überhaupt nichts. Guckt euch die Statistiken an. Da passiert nichts. Total lächerlich. Totale Panikmache. Und dann verordnet ihr den Leuten einfach mal, ja, ihr müsst jetzt eine Maske tragen, weil ich sag das. Irgendwo ist auch, finde ich, eine Grenze erreicht, wie viel ein Arbeitgeber von mir fordern darf. Okay, aber das ist gar nicht das Wesentliche. Das Bessere, was ich finde, ist, dass die Grippeimpfung anspricht. Und dann sagt er tatsächlich so, das ist so eine ernste Situation, so gefährlich. Und es geht hier um Eigenschutz und Hygiene. Und ihr könnt es nicht erwarten, dass ihr euch Grippe impfen lassen könnt, wenn ihr zum Hausarzt geht, weil der hat nur eine gewisse Dosis sozusagen da und wenn die weg ist, ist die weg. So, also geht zu unserer Impfung und dann rückt er richtig mit der Sache raus. Dann sagt er unter anderem, ja, er habe kein Verständnis für Leute, die es auf die leichte Schulter nehmen, die sich nicht impfen lassen. Ja, und er sagt, er wird ganz genau hingucken, wer sich impfen lässt. Nummer eins, ich passe genau auf, ob ihr mitmacht. Und Nummer zwei, er sagt, und wer sich nicht impfen lässt, der wird die Quittung dafür bekommen. Also eine ganz klare Drohung. Du machst mit, Freundchen. Ansonsten werde ich dich bestrafen. Vielleicht ist das die Ansage, ja, du wirst bestimmt deinen Arbeitsplatz verlieren oder sowas. Oder du wirst richtig Druck bekommen. Aber wenn mir jemand sagt, ich gucke genau hin und wer nicht mitmacht, da habe ich kein Verständnis für, der wird seine Bequittung früher oder später bekommen, ist das eine eiskalte Drohung bei den Mitarbeitern gegenüber. So, und da ist er nämlich nicht mehr der Buddy. Da ist nämlich der eiskalte Diktator. Dass eine Grippeimpfung vielleicht überhaupt gar nichts bringt, ich will da jetzt gar nicht drauf eingehen, näher auf die Grippeimpfung. Kümmert euch da selber drum, aber guckt mal, wie Grippeimpfungen überhaupt zustande kommen, wie die gemacht werden. Und schaut mal, wie die Wirksamkeit von Grippeimpfungen ist, was mit Nebenwirkungen ist. Okay, geschenkt. Aber so einfach geht's nicht.
Also mal ganz ehrlich, ich bin auch verantwortungsvoll, wenn ich mich gesund ernähre, wenn ich rausgehe und so weiter und so fort. Ich bin kein verantwortungsloser Mensch, wenn ich keine Grippeimpfung nehme, die sowieso keine besonders gute Wirksamkeit hat. Gut, also er sagt jedenfalls, dass die Leute nachlässig sind und dann sagt er auch immer, ja, das ist ja für euch. Das ist ja für euch und ich habe kein Verständnis, wenn ihr nicht hinkommt. Das machen wir alles für euch, für euren Schutz. Da kommt jemand, der bei 96 sonst irgendwie mitbehandelt und so nach dem Motto, ihr kleinen miesen Bastarde, das mache ich nur für euch, nicht für mich. Ich bin altruistisch. Das hat nichts mit mir und meiner Firma zu tun, dass ich irgendwelche Vorteile habe. Nein. Das mache ich nur für euch, ihr miesen kleinen Bastarde. Seid gefälligst dankbar und robbt auf Knien vor mir. Also, ja, finde ich unglaublich, das Ding, wie der sich da wie der kleine Diktator hinstellt. Und wie gesagt, ich kenne solche Leute. Ich habe unter solchen Leuten gearbeitet. Ich habe unter Leuten gearbeitet, die im Prinzip mir gesagt haben, habe ich schon gehabt, ja, Mitarbeiter müssen Angst haben vor dem Chef. Mitarbeiter, ich formuliere das jetzt mal sanft, weil ich jetzt kein wörtliches Zitat bringen möchte von einem meiner früheren Chefs. Aber Mitarbeiter, die muss man ganz hart angehen, muss sie hart kontrollieren, damit es läuft. Wer so ein Menschenbild hat, ist für mich sozial inkompetent und hat in der Führungsposition nichts verloren. Das mal so als Beispiel. Und so wie ich seine Worte wahrnehme, geht das schon in die Richtung, dass er so einer wahrscheinlich sein könnte. Dann spricht er auch davon, ja, das müsste auch sein mit der Impfung, weil die Situation wäre katastrophal und so gefährlich. Da habe ich gedacht, vermischt er irgendwie ein bisschen was so Corona und Grippe und so, also weil wir haben jetzt keine große Grippewelle. Also er besteht halt darauf, dass es so ganz wichtig ist und dass man unbedingt sich impfen lassen muss. Ich habe nur gesagt, die Grippewelle ist, glaube ich, dieses Jahr ziemlich ausgefallen statistisch. Und ich habe jetzt noch nicht irgendwie gemerkt, dass wir ganz, ganz krasse Zustände haben. Also er sagt wortwörtlich, sagt er, wartet mal ganz kurz, ich habe es mir aufgeschrieben. Ja, also wir müssen jetzt mit der Impfung für die Grippe dafür sorgen, dass es nicht zur Katastrophe kommt. Habe ich irgendwas verpasst? Hatten wir irgendwie die letzten Jahre ständig bei Grippen ein Massensterben irgendwie? Lagen Toten in den Straßen? Weiß ich nicht. Also ich habe es jetzt ein bisschen verpasst. Eine Grippe war jetzt für mich nicht das Ende der Menschheit. Also so ein bisschen habe ich das Gefühl, irgendwie vermischt er so ein bisschen Corona mit der normalen Grippe und der Grippeimpfung so. So vom Gefühl her, weil ich sehe jetzt nicht, dass wir auf eine Katastrophe zusteuern, gerade weil die Grippewelle kommt im Herbst. Sehe ich jetzt nicht. Genau. So. Ja. Genau. Das war es im Prinzip, was ich dazu sagen wollte. Also ich finde es super übel und überlegt euch mal, was der Mann macht, wenn eine Corona-Impfung da ist. Der wird Druck machen und er wird sagen, du machst mit. Du gehst schön. Hier, ihr geht in eine Reihe und dann kriegt ihr die Spritze in den Arm gejagt. Weil ihr macht die auch bei uns, da besteht er ja richtig drauf in seinem Video, ihr macht das bei uns, die Grippeimpfung, und nicht etwa bei eurem Hausarzt. Vielleicht auch lege ich ihm jetzt mal so in den Mund, ja, habe ich bessere Kontrolle über euch, ne? Dann weiß ich ganz genau, was hier läuft. Das ist ein Typ, dem würde ich zutrauen, dass er die Spritze selber in den Arm jagt. Und der wird bei Corona alles mitmachen. Und wenn sie euch immer erzählen, ja, die Impfung ist freiwillig, ja, dann überlegt mal, wie freiwillig ihr euch fühlt, wenn ihr dort Mitarbeiter seid. Kleiner, armer Mitarbeiter, der die Kohle braucht und der keinen Bock auf eine Grippeimpfung hat, der so eine Ansage morgens bekommt. Am Ende sagt er euch, also kommt er so ganz nett mit dem Video rein. Ich schätze, das ist denen per Firmennetzwerk zugegangen, vermute ich. Also ich denke nicht, dass es ein Fake ist, das Ding. Und dann sagt er am Ende, ja, damit entlasse ich euch jetzt. Also allein die Formulierung, ich entlasse euch jetzt damit so. Ihr habt hier zu sitzen und zuzuhören und wenn, jetzt bin ich gnädig und ihr dürft gehen. Ich finde die Art und Weise echt großartig. Also Going würde ich nicht mehr einkaufen gehen, muss ich sagen, wenn ich sowas sehe. Ich persönlich, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Aber wenn ich mir, wie gesagt, jetzt die Corona-Geschichte angucke, der Typ wird es hart durchsetzen und im Zweifelsfall fliegst du raus, wenn du nicht mitmachst. Ganz einfach. Und ich gehe mal davon aus, dass dann mit freiwillig das überall so läuft. Ja, also ich habe das letztens gehabt, das kommt alles in meinem Video jetzt demnächst, sage ich nur ganz kurz, du wirst von Ärzten nicht behandelt, du kriegst Stress mit der Schule, du kriegst Stress im Einkaufsladen. Also diese Freiwilligkeit ist nur theoretisch freiwillig. Gut, das war ganz kurz so ein Statement von mir.
Demnächst kommen noch ein paar mehr Videos. Ich gucke es, ob ich jeden Tag vielleicht eins machen kann. Und es wird aber auch normale Videos geben. Das nächste normale Video kommt, wie gesagt, wahrscheinlich, wenn ich gut bin, heute Abend noch. Ja, gehabt euch wohl, haltet die Ohren und Augen offen und ich sehe euch.